Hallo und herzlich willkommen auf der Stilbühne hier, aber live gestreamt aus Weingarten von uns, aus der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Vortrag Soft AI Talk, Soft Skills trainieren mit KI, voll immersiv und ja, passend zum generellen Thema des University Future Festivals, also Tales of Tomorrow, möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen in die ja fast schon märchenhafte Reise, die wir in den letzten 3-4 Jahren in unserem Immersive Learning Lab hinter uns haben. Und natürlich auch ein bisschen einen Ausblick geben, an was wir so arbeiten und was wir da vor allen Dingen mit KI machen. Mein Name ist Markus Rosser. Ich bin hier im Team der Hochschuldidaktik zuständig für das sogenannte Immersive Learning Lab. Da setzen wir uns eben mit immersiven Medien auseinander. Und immersive Medien sind vor allen Dingen Virtual Reality, Augmented und Mixed Reality. Und da nutzen wir natürlich auch viele verschiedene KI-Tools. Und was wir da genau so machen, da möchte ich Sie jetzt eben ja, mitnehmen. Und vor allen Dingen als erstes ein bisschen Ihnen so ja, den hochschuldidaktischen Idealismus nahebringen, der hinter unserem Immersive Learning Lab so ein bisschen steckt. Ich habe das aus meiner Sicht ganz passend getroffen, oder diese beiden Zitate hier, die treffen das ganz passend, was wir eigentlich mit dem Immersive Learning Lab bezwecken wollen. Also wir wollen die Studierenden immersieren, also eintauchen lassen in ja, praktische Erfahrungen, um einen Theorie-Praxistransfer zu ermöglichen. Und da gibt es ganz schöne Zitate von ja, zwei der größten Hochschuldidaktikern aller Zeiten. Ein bisschen Spaß. Lernen ist Erfahrung, hat mal Albert Einstein angeblich gesagt, alles andere ist Information. Also wir lernen am besten, wir vertiefen Dinge, wenn wir Sachen wirklich erfahren können. Das sehe ich da ein bisschen so dahinter, oder das sehen wir im Immersive Learning Lab da dahinter. Und das Zweite ist noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit, ist ein Zitat, ein schönes Zitat von Konfuzius, was Sie vielleicht auch kennen, wenn Sie didaktisch, hochschuldidaktisch bewandert sind oder auch nicht, so einfach so schon mal gehört haben. Sage es mir und ich vergesse es, zeige es mir und ich werde mich erinnern und lasse es mich tun und ich behalte es. Und das ist genau das, was wir eben, wie gesagt, im Immersive Learning Lab mit unseren Studierenden machen wollen oder was wir auch machen. Wir simulieren sie bestimmte Situationen, alle möglichen, sowohl technische als auch Gesprächsführungsthematiken zum Beispiel. Und da geht es ja eben heute darum, dass sie ihr theoretisches Wissen, was sie sich zum Beispiel in Vorlesungen aneignen oder auch in Büchern oder E-Books oder sonstigen Videos, dass sie das auch wirklich ausprobieren können. Und was wir da so machen, das darf ich Ihnen jetzt erzählen. Wir haben vor allen Dingen ganz wichtig, ganz am Anfang, wie wir dieses Immersive Learning Lab gegründet haben, vor fast 4 Jahren, haben wir uns 3 Grundprinzipien gegeben, nach denen wir auch ja, alltäglich arbeiten. Das ist zum einen mal die Niedrigschwelligkeit. Also für uns ist ganz wichtig, dass diese Medien, die für viele Leute doch ja, sehr komplex sind oder auch schwierig sind, dass sie kinderleicht sind, dass wir sie kinderleicht machen. Das heißt, wir machen intensiv, geben wir uns Mühe, die Studierenden, aber auch die Lehrenden zu onboarden, sie zu begleiten. Wir haben hier ja, Hiwis auch in Multiplikatoren-Schulung, dass wir im Immersive Learning Lab die Hiwis ausbilden, sodass diese Medien wirklich so niedrigschwellig wie möglich in die einzelnen Studiengänge strahlen können. Was für uns dann eben auch wichtig ist, ist, dass es skalierbar ist. Also eine Skalierbarkeit muss gegeben sein. Nicht, dass man sagt, wir haben jetzt 2, 3 Brillen und die Studierenden in dem Kurs, es können 4, 5 gleichzeitig ausprobieren. Wir probieren das Ganze immer auf Veranstaltungsgröße zu denken. Also beispielsweise bei unseren Psychologen sind es 35 Studierende, die da regelmäßig Trainings absolvieren können. Und wir versuchen da ja die Rahmenbedingungen zu setzen und wir erforschen da auch die didaktischen Gelingensbedingungen, was es braucht, um immersive Medien wirklich in den Lern- oder Lehralltag an Hochschulen zu bringen. Und was natürlich dann auch noch wichtig ist, ist natürlich die Frage der Wirksamkeit. Also bringt das Ganze wirklich was? Wir fabulieren immer ein bisschen, es gibt natürlich dazu Forschung, aber wir versuchen das gleichzeitig auch zu erforschen. Also gibt es einen Lernzuwachs von Studierenden? Was haben Studierende für ein subjektives Empfinden? Wie ist ihre Selbstwirksamkeit nach den Trainings? Das ist eins dieser 3 wichtigen Grundprinzipien, die wir uns gegeben haben. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf den Titel schauen, den ich für die Veranstaltung hier gewählt habe oder für den heutigen Vortrag, dann sind es natürlich 2 Begriffe, die da herausstechen. Es sind zum einen natürlich die Soft Skills. Und hier sehen Sie mal einen theoretischer Überblick. Was sind denn Soft Skills? Sie sehen Empathievermögen, Reflexionsvermögen, Umgang mit Ängsten und Unsicherheit. Das sind so ein kleiner Auszug mit den genannten Autoren hier. Aber es umfasst noch viel mehr.
Wenn ich heute von Soft Skills spreche, sprechen wir weitestgehend oder eigentlich nahezu immer von Kommunikations- und Gesprächsführungskompetenzen. Also wie bringen wir Studierenden Gesprächsführungskompetenzen bei? Das ist das, was wir heute unter Soft Skills hier in der Veranstaltung verstehen. KI ist natürlich ein großes Thema, könnte man natürlich Folien dazu füllen. Ich habe jetzt eine Folie mir explizit da rausgenommen und möchte ganz kurz nur sagen, was wir in den letzten so, ja, sagen wir 16, 18 Monaten durchlebt haben, mit ein paar Zeitungsausschnitten hier. Es gibt eine KI-Angst oder es gab sie aus meiner Sicht. Es wird immer ein bisschen mehr entspannter. Also sprich, aus meiner Sicht, oder die Artikel zeigen das auch, dass die Leute oder dass die Bevölkerung auch sagt, ja, so richtig werden die Jobs jetzt nicht weggehen. Sie sehen hier Büroarbeiter aus der Zeit bangen wenig wegen KI kaum um ihre Jobs. Und auch ganz spannend, das Handelsblatt in der Mitte, die KI-Revolution am Arbeitsmarkt kann bis zu 3 Millionen Jobs treffen. Kann dazu treffen. Und das ist eine schöne Studie, die das Handelsblatt hier zitiert und die möchte ich Ihnen ein bisschen genauer vorstellen, weil sie aus meiner Sicht ganz gut auch zu dem Thema passt. Das ist die vom McKinsey Global Institute, gerade erst kürzlich veröffentlicht. Das ist eine schöne Studie, die eben mit dem Titel hat, A New Future of Work. Und hier befasst man sich eben ganz intensiv mit den Folgen von KI. Was wird denn KI für Folgen für den Arbeitsmarkt, für Europa und auch die USA haben? Und da ist ganz schön, da sehen Sie, das ist eine Studie, die das Global Institute in Auftrag gegeben hat, wo sie 1100 Führungskräfte in Europa befragt haben, mit ihrer Aussicht, wie sehen Sie denn die Veränderung in der Arbeitswelt, die Arbeitszeiten, was für Aufgaben kommen da auf die Leute zu im KI-Zeitalter von 2022 bis geschätzt 2030. Und wenn Sie die roten Striche ansehen, das sind die Striche, wo es weniger Arbeitszeit, weniger Stunden in der Woche, wo sich die Arbeitenden damit auseinandersetzen. Zum Beispiel Advanced Data Analysis und Mathematical Skills. Und Sie sehen dann natürlich ganz passend zum heutigen Thema, was zunehmen wird, zwischen 10% und 20%, wie das die Führungskräfte einschätzen, ist Advanced Communication and Negotiation Skills oder Interpersonal Skills and Empathy. Also dieses Thema, was wir heute hier haben oder mit dem wir uns hier heute intensiv auseinandersetzen im Immersive Learning Lab, hat auf jeden Fall Zukunft, auch in der Einschätzung von Führungskräften in der Arbeitswelt. Und ich möchte Sie aber ein bisschen jetzt nach diesem Überblick, so was sind die Nöte, was ist die Theorie ein bisschen dahinter, möchte ich Sie, oder würde ich Sie gerne, jetzt ist der Präsenter weg gewesen, möchte ich Sie ein bisschen nochmal in eine persönliche Geschichte mit abholen, was ist mein Background, wie komme ich überhaupt dazu, was ist vielleicht auch meine Expertise. Ich bin von meiner Grundausbildung her bin ich Sozialarbeiter. Ich habe soziale Arbeit studiert und war dann circa 10 Jahre in verschiedenen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit tätig. Das war vor allen Dingen Schuldnerberatung und Schulsozialarbeit. Und da war es ja doch recht gang und gäbe. Ich habe den relativ strukturierten Beratungsalltag, was dann auch dazu geführt hat, dass ich auch berufsbegleitend immer noch als Lehrkraft tätig war, als Dozent dann weiter mich entwickelt habe und da dann natürlich ganz intensiv mit dem Thema auch für Studierende auseinandergesetzt habe, also mit dem Lehren von Methoden der Gesprächsführung, weil ich eben diese 10-jährige Praxis hatte. Und in diesen Seminaren, Lehrveranstaltungen zur Methoden der Gesprächsführung kommt man natürlich mehr oder weniger nicht drum herum, das Ganze auch praktisch aufzuarbeiten. Und das soll ja auch so sein, dass die Studierenden sich ihre Kompetenzen hier erwerben können und aufbauen können. Und dann kann man natürlich Verschiedenes machen, aber man kommt nicht drum herum, Rollenspiele mit den Studierenden zu veranstalten. Und Rollenspiele sind geliebt, gehasst, ja, weitestgehend immer ein bisschen schwierig. Und ich persönlich habe über die Jahre hinweg, und ich habe das dann 10 Jahre lang gemacht, dass ich 10 Jahre Studierende in Methoden der Gesprächsführung auch ja, geschult habe und das gelehrt habe, habe ich mit Rollenspielen immer mehr ein größeres Problem bekommen. Und das Problem war, dass die Studierenden oft natürlich schlecht in die Rolle kommen, dass die schauspielerischen Fähigkeiten nicht so gut sind. Dass vor allen Dingen, das ist so die große Überschrift, dass es eine wahnsinnige Heterogenität in so einem Seminar beispielsweise von 20 Studierenden gab an einem Learning Outcome. Manche Gruppen konnten gut in die Rollen eintauchen, hatten mehr schauspielerisches Talent, manche weniger. Die einen hatten in der Gruppe vielleicht den einen oder anderen, den sie nicht so mochten. Und dann war es immer recht schwer, das nochmal ein bisschen zu objektivieren. Ich habe versucht, mit verschiedenen Themen
mich da vorwärts zu tasten und habe da Digitalisierungsthemen. Ich habe sie versucht, ich habe sie mit Einstimmung, mit Zustimmung natürlich gefilmt, dass sie da ein bisschen Ernsthaftigkeit hinbekommen. Aber ich für mich war da nicht so zufrieden. Bin irgendwie dann mit der Frage aufgetaucht, was kann man denn da machen? Bin so zu Virtual Reality gekommen. Also das ist meine persönliche, subjektive Geschichte da dahinter, um das Ganze ein bisschen zu objektivieren. Ähnliches Problem hat man zum Beispiel bei uns im Studiengang angewandte Psychologie. Das ist eine Folie, die dankenswerterweise von meiner Kollegin, von der Professorin Anna-Sophia Schwind, zur Verfügung gestellt worden ist. Sie hat auch das Problem, dass man eben, dass man einen höheren Theorie-Praxistransfer aufgrund der neuen Appropriationsordnung für Psychotherapeuten in Deutschland an den Tag legen musste. Gleichzeitig hat man natürlich hier als Klientel eine sensible Menschengruppe. Man kann die praktisch sich nicht einladen für Testgespräche. Das heißt, ausdrücklich ist es nicht erlaubt, diese Personen in der Lehre, durch die Lehre zusätzlich zu belasten. Das heißt praktisch, das Problem, was ich auch schon hatte, habe ich dann hier auch bei Professorin Frau Dr. Schwind eben mit vorgefunden. Und wir haben da eben uns noch die Frage gestellt, was gibt es denn noch für Formate? Also was macht man denn so klassisch noch in der Psychologie oder in der Gesprächsführung an sich? Da gibt es zum Beispiel Videoanalysen natürlich, also Fallbeispiele, die man hier aufarbeitet, hat den Nachteil, dass es nur beobachtet werden kann, dass Alternativen schwer umsetzbar sind, dass das Videomodell, was man da eben sieht, immer in gewisser Art und Weise natürlich auch als Blaupause dient für die Studierenden. Das heißt, sie entwickeln hier keine eigene Therapeutenpersönlichkeit oder nur, sie lehnen sich ganz oft an diese Persönlichkeit, die sie da im Video sehen, an. Bei Rollenspielen habe ich es ja schon kurz aufgeführt, schauspielerische Leistungen, soziale Hemmungen sind ein Problem. Wenn man es als Dozent, als Professorin auch vorführt, dann hat man auch diesen Blaupauseneffekt. Es ist immer eine Frage der Semestergröße nach der Zeit und wie gesagt, echte Patienten sind nicht so wirklich die Lösung. Und dann sind wir eben zu Virtual Reality gekommen in unserem Immersive Learning Lab und haben hier das Glück, durch die Stiftung eben finanziert, ein Projekt zu haben, das durch die Stiftung finanziert ist. Und dann haben wir an der Seite eben dieses Immersive Learning Lab mit aufbauen können und haben hier wunderbar Entwickler und 3D-Artists, die hier bei uns auch studiert haben, die sich hier engagieren, die hier arbeiten und unsere sogenannte RWU-Talk-Applikation entwickelt haben. Sie sehen jetzt zwei Fotos, wie die Applikation aussieht. Sie sehen hier ein paar Bilder. Die Studierenden können hier Fälle auswählen und dürfen dann ein Diagnosegespräch mit den jeweiligen Patientinnen oder Klientinnen führen. Sie sehen jetzt hier zum Beispiel den Herrn Chung, der hat eine spezielle, eine gewisse Erkrankung. Und Sie sehen, das ist jetzt die Variante, die gescriptet ist. Da werden vorab Drehbücher entwickelt und die Studierenden müssen hier anklicken und dürfen nachsprechen. Also das ist noch diese erste Stufe, die wir seit 2 Jahren eben so einsetzen. Die ist noch nicht die KI-Stufe, zu der wir dann gleich kommen. Und wie das Ganze so aussieht, also wie die Studierenden dieses Training absolvieren, sehen Sie jetzt hier. Wir machen es normalerweise immer, dass sie zu zweit in einem Raum sind. Wir haben da extra auch so eine schalldichte Telefonzelle, nenne ich immer, uns besorgt, dass die beiden sich nicht von der Akustik her in den Weg kommen, aber danach die Möglichkeit haben, die Fälle auch gemeinsam zu diskutieren, dass es da so ein bisschen was wie ein Teamwork auch gleich gibt, was auch relativ nah dann an der Praxis ist. Was wir auch immer machen, was Sie da noch sehen, ist zum Beispiel, dass der Studierende vor sich einen Bildschirm hat, den sieht er natürlich nicht, aber wir und vor allen Dingen auch unsere Hiwis haben da im Sinne eines niedrigschwelligen Betreuungssystems, haben immer Zugriff. Sie sehen auch, was der macht. Und wenn es zu technischen Problemen oder sonstigen Problemen geht, können wir da eben eingreifen und können die Studierenden dann nochmal anleiten. Jetzt haben wir für Sie neben diesen festen, statischen Bildern auch nochmal ein kurzes Imagevideo mitgebracht, das vor allen Dingen diese Niedrigschwelligkeit, die Skalierbarkeit und die Wirksamkeit zeigen will. Film ab. Also ich bin generell ein eher schüchterner Mensch. Ich bin nicht gerne auf größeren Veranstaltungen. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Welcome.
Jawohl, ein kurzer Ausblick, wie Sie es jetzt gesehen haben, 30 Sekunden, wie das ungefähr bei uns vonstatten geht. Wir haben immer auch Evaluationsbögen mit dabei und die Evaluationsbögen, die bringen uns natürlich Verschiedenes. Die bringen uns natürlich zum einen Forschungsergebnisse, aber wir wollen damit auch natürlich unser Produkt, also dieses RWU Talk-Ding weiterentwickeln und sind da schön angewiesen auf das Feedback natürlich von unseren Studierenden. Wie machen wir das Ganze? Ein bisschen den technologischen Prozess, der dahinter steckt. In der Psychologie ist es jetzt so, es gibt hier eine Entwicklung von leitliniengestützten Drehbüchern von Studierenden Elternsemesters. Das wird alles dann autorisiert von der Professorin, von Frau Schwind. Wenn es dann abgesegnet ist, dieses Drehbuch, was meistens so 5-6 Word-Seiten sind, kommt es zu uns in die Entwicklung. Wir entwickeln dann falladäquate Avatare, wir entwickeln ein 3D-Environment, das haben Sie ein bisschen gesehen, so ein therapeutisches Setting. Und dann passiert in den nächsten Kistchen so ein bisschen die KI, die hier die Magie auspackt, wenn man das so sagen will. Am Anfang haben wir die Fälle auch selbst eingesprochen, an das Studierende eingesprochen. Und seit einem Jahr ungefähr haben wir da 4-5 verschiedene KI-Tools, die wir auch setzen, und dass wir praktisch hier schneller werden, dass wir Fälle schneller kreieren können. Und das Ganze wird dann in Unity, in der Gaming Engine zusammengefasst, sodass wir dann die Fälle bei den Studierenden auf der Brille haben und die Studierenden dann eben auswählen können, was für einen Fall sie bearbeiten wollen. Wie ist das Ganze in die Lehrveranstaltung eingebunden? Wie ist da der didaktische Prozess? Am Anfang steht natürlich die theoretische Wissensvermittlung. Das ist immer an eine Lehrveranstaltung, an eine Vorlesung angeknüpft, wie hier zum Beispiel im Modul Diagnostik. Dann haben die Studierenden die offenen, freien Trainingszeiten in Virtual Reality. Die haben dreimal die Woche so 2 bis 3 Stunden, wo sie Zeiten buchen können und ungefähr immer 15 bis 20 Minuten so einen Fall in Virtual Reality bearbeiten können, um danach, und das ist ganz wichtig, aus der Virtual Reality natürlich rausgehen und hier Befundberichte und eine Diagnose stellen sollen und diese dann auch mit ihren Mitstudierenden zu diskutieren. Das sehen Sie im letzten Semesterdrittel, also Besprechen der Befunde, dann auch wieder in der Lehrveranstaltung, sprich, dann kommt man dann wieder zurück. Und als Plan, so steht es zumindest fürs Wintersemester jetzt auf dem Plan, dass die einzelnen VR-Fälle wirklich, also diese praxisnahen Fälle, Gesprächsanlass für eine mündliche Prüfung sind. Dass die Studierenden hier wirklich sagen, ich habe Herrn Müller bearbeitet und dann kommt man ins Gespräch, was hat Herr Müller denn für Symptome, warum hast du diese Diagnose gestellt, warum ist Herr Müller jetzt beispielsweise depressiv. Das ist jetzt so die didaktische Einbettung. Und ganz spannend, wenn wir ein bisschen die Wirksamkeit betrachten, wir haben hier, kurzer Auszug, kurze Empirie, einen signifikanten Lernzuwachs zwischen dem ersten und dem sechsten Training. Also die Studierenden bewerten sich hier selbst und sie sagen wirklich, sie fühlen sich sicherer, sie fühlen sich besser in bestimmten Situationen. Wir haben das Ganze auch nochmal mit einer Kontrollfrage ein bisschen rausgefiltert, wo wir uns gefragt haben, ja, liegt es vielleicht auch an der Technikaffinität? Also sind die Technikaffinen, weil sie schneller in Virtual Reality sich auskennen, ist der Lernzuwachs dann größer? Und wir haben festgestellt, vor allen Dingen bei den Drittsemestern ist nicht so. Also sprich, sogar die Nicht-Techniker-Affinen sagen von sich selber, sie haben einen größeren Lernzuwachs. Und wir haben natürlich auch ein bisschen qualitativ was dazu gemacht, wie Sie jetzt hier sehen. Wie ist der Theorie-Praxistransfer von den Studierenden selbst eingeschätzt? Also Sie sagen zum Beispiel, ja, da man das Gelernte anwenden kann, ja, weil man gleich einen Praxisbezug hat, man fühlt sich sehr, sehr gut vorbereitet. Was wir dann auch noch eben gehört haben, ist, dass Wiederholung gut ist, dass Wiederholung wichtig ist. Aber was Studierende auch gewünscht haben, neben diesen Scripted-Fällen, dass sie zum Beispiel auch offene Gespräche führen können. Das war ihnen dann teilweise ein bisschen zu eng, immer diese vorgefertigten Dinge ja, nachzuplappern, wenn man das so sagen will. Deswegen haben wir uns dann angefangen, mit KI auch intensiver auseinanderzusetzen und haben es zum jetzigen Zeitpunkt in einer Alpha-Testphase und haben da ganz schöne, ganz gute Ergebnisse, aber auch immer wieder ein bisschen zweifelhafte Ergebnisse, die ich jetzt gerne mit Ihnen teilen will. Also wir haben uns damit auseinandergesetzt, ja, jetzt und machen das dann auch in der Zukunft, den KI als Sparringspartner einzusetzen, also zum Aufbau von verschiedenen Gesprächsführungsroutinen. Sie sehen hier ein paar gepromptete Bilder, wie sich ChatGPT das Ganze vorstellt. Ich habe einfach nur meinen Titel gepromptet und das sind die Bilder, die da rauskamen. Offene Gesprächsführung mit KI, was sind aus unserer Sicht jetzt hier Möglichkeiten oder Probleme, was sind Vorteile, was sind Nachteile?
Was auch die Rückmeldung von den Studierenden angeht, natürlich ist es offener, es wirkt in gewisser Art und Weise natürlicher, der Austausch zwischen dem Avatar, zwischen dem KI-induzierten Avatar und den Studierenden, der ist natürlicher, das ist nicht so abgehakt, auch wenn man vielleicht ja, so 1,5 bis 2 Sekunden Wartezeit hat. Es gibt auf jeden Fall weniger Drehbucharbeit, was ganz, ganz wichtig ist. Man promptet den Avatar natürlich nur mit ungefähr 1/2 Seite, anstatt 6 Seiten da zu schreiben. Also es ist schneller möglich, vielfältige Avatare zu produzieren. Und es ist auch für uns einfacher, das Ganze nicht nur auf der Brille zu produzieren, sondern das Ganze auch in 2D zu ermöglichen. Da haben wir auch eine Plattform geschaffen, dass Studierende das ausprobieren können. Ist aber noch nicht so 100%ig stabil. Da arbeiten wir immer mit verschiedenen Anbietern und mit Tools. Da sind wir auf jeden Fall, ja sagen wir mal, auf die Zukunft noch angewiesen. Was wir für Nachteile haben, ist, die KI hat in gewisser Art und Weise immer ein ganz starkes Helfersyndrom. Sie will einem immer helfen. Und wir prompten uns da intensiv in die Richtung, dass wir der KI sagen, sie soll nicht die ganze Zeit Hilfe anbieten, weil sie ist ja vielleicht sogar in einem Therapiegespräch oder in welchen Settings auch immer, ist aber relativ schwer. Wo wir ein didaktisches oder ein größeres Problem haben, ist bei der Lernzielorientierung. Die leitliniengestützten Fälle zum Beispiel in der Psychologie, das kann man schön wirklich an theoretischen Inhalten abarbeiten. Die KI ist eben da offener, auch wenn man sie gut promptet, kommen wir oft nicht zu den gewünschten Lernzielen. Man kann natürlich Gespräche führen, aber wir kommen da nicht so 100%ig dran wie bei den gescripteten. Und wir haben, ich habe es eine schöne Wortschöpfung hier hervorgebracht, wir haben eine Prompt-Outcome-Diversität. Also der eine und derselbe Prompt gibt teilweise wirklich völlig unterschiedliche Avatare oder unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Möglichkeiten, was einhergeht mit dieser schon, ja, mit dem Nachteil der Lernzielorientierung, dass wir da nicht 100%ig wissen, was kriegen die Studierenden, was kommt dann am Ende dabei raus. Es ist, wie die Studierenden sagen, eine schöne Übung. Schön, dass sie sich damit auseinandersetzen. Aber wir sind noch nicht so 100%ig dabei, das wirklich auch fest einsetzen zu können. Aufgrund der Technik, aber auch aus didaktischen Gründen. Ja, didaktisch sinnvolle Einsatzszenarien suchen wir. Also können Sie gerne jetzt auch ab jetzt, wenn Sie jetzt vielleicht angeregt sind von den paar Minuten, was ich in den letzten 10 Minuten gesagt habe, können Sie gerne in den Chat mal schreiben. Ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen was mit dabei ist. Wo es wir jetzt gerade einsetzen, ist ein bisschen so Methoden der Gesprächsführung allgemein. Also wirklich sich auszuprobieren mit bestimmten Fragetechniken, systemisches Arbeiten und so weiter. Dann, man kann die KI dementsprechend auch schon so prompten, dass sie sehr talkative ist, also dass sie sehr viel spricht, also das pure Zuhören, was auch ganz wichtig ist beim Lernen von Methoden der Gesprächsführung. Da setzen wir es ein, da können wir es auch gut einsetzen. Und dann natürlich noch verschiedene Szenarien, die jetzt gar nicht aus der Psychologie sind, wo wir schon mit einzelnen Professoren bei uns auch im Austausch stehen, zum Beispiel klassische Mitarbeitergespräche, die zu trainieren, der KI zu sagen, du bist jetzt der und der Mitarbeiter und hast die und die Probleme anliegen oder du schaust auf das letzte Jahr und hast diese Erfolge zu feiern oder auch nicht. Verhandlungsgespräche allgemeiner Art, natürlich im Vertrieb. Da setzen wir es zum Beispiel auch schon in unserem Sprachzentrum ein, dass sie auf Englisch lernen zu verhandeln. Ganz spannend, gibt es eine tolle, innovative Kollegin von mir, Monja da Silva, die das hier einsetzt und hat hier Vertriebsgespräche, die Studierenden schon machen lassen. Konfliktgespräche natürlich auch was, wo man Kompetenzen aufbauen kann, muss. Aus unserer Sicht manchmal ein bisschen an der Grenze, weil die KI doch recht gesäubert ist meistens und recht nett ist und sich nicht auf wirkliche große Konflikte einlässt. Es kommt ab und zu gut rüber, aber sie ist oft auch dann recht einsichtig, auch wenn man sie dementsprechend promptet. Patientengespräche auch aller Art, wir setzen sie in der Pflege ein. Meine Kollegin Irena Schreier hat dementsprechend hier auch ein Projekt, wo wir Virtual Reality Kommunikation führen. Von dem her sind wir da recht offen. Punkt, Punkt, Punkt. Wäre Ihr Feedback? Ich habe hier schon ganz, ganz toll im Schauspielunterricht. Interessant. Okay, das ist natürlich sehr schön. Danke, Stefan. Recruiting-Gespräche, Feedback-Gespräche, auch interessant. Kritischen Prozessreflexion, aha, auch sehr interessant. Da können wir uns dann auch noch unterhalten. Sehr spannend, was Sie hier dementsprechend in den Chat mit reinschreiben. Ich bin dann eigentlich auch
recht pünktlich fertig. Bedanke mich natürlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn aufgrund der, auf der Basis auch von dem, was Sie jetzt im Chat geschrieben hat, vielleicht die eine oder andere Frage, Diskussion noch aufkommt. Ich darf zum Schluss noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Unser Projekt, das von der Stiftung finanziert wurde, jetzt die letzten 3 Jahre, läuft leider zum 31.07. aus. Da sind wir sehr traurig drüber, aber aufgrund von den vielfältigen Anfragen, die wir auch aus der Wirtschaft haben, zu unserer Expertise, wollen wir unsere Expertise, unsere vor allen Dingen ja didaktische Expertise, oder werden sie bündeln und haben da jetzt gerade eine Ausgründung vor, haben schon uns einen Namen gegeben und würde mich freuen, wenn Sie uns da vielleicht in irgendeiner Art und Weise beratend mit einladen, wenn Sie ähnliche Projekte umsetzen wollen. Wir sind lernfusion.com und haben das Ziel, ja wirklich ja, Medien aller Art zu verknüpfen, natürlich auch KI, aber vor allen Dingen VR, AR, aber das nicht bloß eben VR, AR-lastig, sondern wir haben zum Beispiel andere Themen auch, wo wir in der Elektrolyse, in Energie- und Umwelttechnik wirklich Studierenden an der Tafel arbeiten lassen, auf dem Blatt Papier und dann in Virtual Reality. Also die Verbindung, die Fusion von verschiedenen Medien, von verschiedenen Lernformen ist mehr oder weniger unser Ziel, unsere Expertise. Und ich darf mich jetzt abschließend bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn es noch eine Frage gibt von Ihrer Seite.